Jo, servus Leute. Und zwar heute haben wir wieder mal am Start ein Exil-Game heute. Ich mit Musti und Joe gegen Aoki Zoom, irgendein Second Account, glaube ich. Keith und Mexican Taco. Ey Jungs, ich sage euch, das war uns. Was haben wir da gespielt? Einer ist doppelt wieder gegen ihr. Ihren Prophet Forge Anders, was eigentlich eh eine voll Hardcore Anti-Combo ist gegen uns, ja. Und da haben wir gesagt, ey, wir gehen voll auf den Propheten drauf, ja. Ich täusche beide Basen an, baue Warthogs. Beide Arbeiter von uns Temple First, ja. Also, das war mal eine Risk-Entscheidung, aber. Schauen wir mal, da haben wir gesagt, wir gehen voll auf den Propheten drauf. Alle drauf, was wir haben, ja. Suicides. Die picken sich natürlich beide in der Second Base, ja. Der Forge und die Anders oben neben sich. Ich pumpe mal am Anfang chillig Wardogs. Ja, eh ganz normaler Aufbau. Drittes Reaktor baue ich da. Ah ne, der, ich glaube am Anfang, ja, am Anfang, genau, am Anfang hat der Forge noch angetäuscht über es. Genau, die Anders hat sie nur gezogen, weil Forge braucht ja nochmal einen Klick, sonst kann er sie nicht ziehen. Weil der Prophet ist, glaube ich, da auch first gegangen, ja. First Temple oder Second. Ja, aber Leute, das war. Puh, das war mal ein Game. Hohe Klasse, das sage ich euch. Da kommt jetzt schon der Prophet, der will unten zu F-Space, ja. Aber jetzt hat F und Suicide mal draußen und drüben bei der Prophetenbase. Aber das ist ja das Problem jetzt, ja. Wie ihr gleich sehen könnt. Ja, der ist schon under guard zu Defense, ja. Das war nicht eine dumme Entscheidung eigentlich von uns, weil, Alter, wir gehen schon First Temple. Ne, das haben wir eigentlich dumm entschieden da, aber wir wollten es halt probieren, ja. Aber da seht ihr, die verteidigen mit allem, ja. Wardogs, under guards. Und jetzt reißt der Propheten Tempel ein. Und was klickt er wohl? Zitadelle, wa? Ja, ich komme zwar auch mit Gunner Wardogs, aber das bringt dann relativ, dann bringt es nichts mehr, ja. Weil bevor wir die Suicides reinkriegen, ist die Base schon Zitadelle, ja, seht ihr. Zita! Ach, das war kacke am Anfang, ja. Eigentlich hätten wir ja, den Anfang haben wir ja voll verkackt, ja. Temple first. Ich pick mir keine 2-Base, ja. Weil wenn wir schon, wenn wir drauf rushen, dann müssen wir die Base ziehen, aber wenn er. Er hat ja schnell geschaltet, ja. Tempel eingerissen und Zitadelle. Darf ich jetzt zurück, um Prophet zu verteidigen? Da sehe ich noch eine Second Base von. Die Second Base jetzt von Forge. Habe ich gemeint, ein Arbiter soll da drauf, aber ich glaube, die sind beide nachher hoch zu einer Second. Da werde ich mal noch einen Propheten ab bei F-Space. Man kann sie auch nicht die ganze Zeit da stehen lassen, dann macht die alle weg, ja. Strahlt die alle Lager und den ganzen Kack. Ich spam, Alter, da waren noch Warthogs, ne? Wie verrückt, ne? Und da habe ich mal, was ich mal gern mache, drüben die Reaktoren mache ich bei ihnen frei. Weil damit rechnen wir relativ wenige, würde ich mal sagen. Ja, und da seht ihr unsere Arbeiter, also Crazy und F, Alter, sind bei der Ender Space, beim Mexican Taco, bei der Second und bei der Main. Die Probleme jetzt auch rauskriegen, die Second Base, aber pumpt jetzt schon Flamme wie bekloppt, seht ihr. Dat. Ey Leute, dort Game. Gehen auf Verteidigung, Hardcore, Alter. Aber war eh klar mit Propheten, ja, eigentlich. Dann mache ich mir mal die Second, die Reaktoren, sagen wir mal so. Bleibt aber noch auf einer Base, weil dann habe ich schneller gleich Gas drinnen, jo. Pumpt noch die Marines zum Einfliegen und dann Rüstungsdepot für Reserven. Ja, da hier. Und F klickt schon unten bei der Forge Base, weil der wird auch jetzt Marines schon pumpen oder Flamer, jo, für die Reaktoren oben. Weil Mexican Taiko hat sie oben zur Defense, deswegen wird er sie wahrscheinlich auch holen mit seinen Flamern. Da habe ich mal einen Transport rein. Seine Abrüstungsdepot rauf. Ja, und oben seht ihr. Crazy kriegt die Base eh halb an, aber der Prophet verteidigt halt mit allem, was er kann, ja. Mit Anagas und das ist halt, das ist gegen Propheten. Ist es immer Hardcore, ja. Deswegen mache ich mir einfach schnell den zweiten Reaktor noch frei bei ihnen und dann fahre ich rüber, ja. Weil dann kann die. Weil dann hat die eine eigentlich eh nichts mehr, ja. Aber was wollen sie am Anfang gegen schnelle Grenadier oder Gauss halt machen, ja?
So, Reaktor ist frei, aufs Geld wird mal geschissen und gleich rüber. Aber mein Pelican ist eh gleich drüben, bei ihrer Seite. So, da pushe ich jetzt, weil die Seconbest hätten wir sowieso bekommen, meine Warthogs, sage ich mal. Aber das kam jetzt auch noch gleich jetzt ein bisschen verwunderlich, ja, weil, wie ihr gleich seht, was macht Mexican Taco, ja? Er gibt einfach auf, Alter. Ich weiß aber nicht warum, ja. Die haben mir nicht viel Damage gezogen, er hätte ja seine Kollegen auch pumpen können, ja. Weil ich finde, das Game wäre viel härter geworden, wenn er drinnen gewesen wäre, aber... Denkt nicht, weil einer draußen ist, dass es jetzt leichter wird, Jungs. Das wird jetzt nochmal richtig... Jetzt geht's in die heiße Phase, ja. Also er holt sich nämlich seinen Reaktor zurück, seinen ersten mit seinen Flammern, wie ich gesagt habe, ja. Ich habe zwar jetzt den zweiten, aber... Ist halt zu spät für Gauss, deswegen muss ich mir einen Reaktor noch bei der Main picken. Da hole ich mir jetzt das Cash noch schnell. Der Prophet wird jetzt auch Spitzer Mom und Benches pumpen, ja. Unsere Jungs aber auch gleich. So, dann noch die Kohle holen. Da hat noch F schön gemacht, die Flamer noch weggeracht, bevor sie meinen zweiten Reaktor holen, ja. Rüstung sie bei einem Reaktor auf. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass der Forge nicht so stark wird, ja. Ich habe eben noch den einen Reaktor, das heißt, Canister würde wohl klicken, aber noch kein Highspeed Tower. Also die Avengers sind da schon draußen, der Prophet. Ich will mir damals Sneaky Beaver die Base picken, aber... Tja, in dem Game hatte ich auch ein bisschen viel Pech, Alter. Oder er hat halt gut mit den Benches gescoutet. Guckt an, ich pick mir um die Base. Was macht er? Er fliegt hoch, Alter, und sieht die Base natürlich. Das war, nee, ein bisschen viel Pech. Ja, der Forge macht sich schnelle Spartan Tanks. Was ich eigentlich übelst finde gegen Gauss, ja, weil Spartan Tanks ist das einzige, was mich richtig viel oder richtig gut aufhält, ja. Weil normale Tanks kann man ja mit den Gauss auch schnell ziehen, aber Spartan Tanks ist wieder was anderes, ja. Jo, Reaktor einreißen. Jetzt zeigt mir Crazy oben die Base, die picke ich mir gleich. Alle Einheiten. Tja, und. Alle Einheiten. Überlegt euch, was passiert jetzt mit meiner Second Base wieder? Er kommt wieder mit seinen verkackten Benches gleich an, Alter. Das ist ja. Ne. Wie lange ich da auf einer Base war, Alter, in dem Game eigentlich, wenn ich euch da reinziehe. Ne? Da Doppelspitze, von denen er steht. Crazy jetzt zwar, hat jetzt noch auch die Benches draußen, aber F halt noch nicht, weil der Prophet unten ist und ihm abstresst, ja, und deswegen kriegt F, ja, ich kann die Base eh wieder oben einreißen. Weil bei F unten ist noch der Prophet am Stressen, ja. Und ich habe ihm da gesagt, ey, ich muss, lieber reiße ich bei der Spitze und verliere ein paar Wortholz, bevor der weiter pumpen kann. Deswegen ziehe ich noch die eine Spitze, schnell wieder abhauen von den Tanks an, weil er noch zu viele hat. Ich habe zu wenig Gauss, aber so. Weil ich noch auf keine Second Base gekommen bin, ja. Das war das Problem. Jetzt picke ich mir neben mir und die. Hoffentlich halte ich die ein bisschen länger. Da verteidigen wir jetzt mal mit den Benches. Er verteidigt auch wieder 1000, sehr schön. Und mit Crazy Benches. Ja, da machen sie noch mit Benches und Reaktoren, weil die haben wir noch, hat ja noch keiner gemacht. Für Repetierbenches, weil die brauchen, Alter, in dem Fight gegen die Tanks. So, der Prophet ist jetzt unten mit dem Upgrade und mit Benches. Das ist halt auch scheiße gelaufen für Elfio. Der zerlegt komplett die ganze Base, guckt euch an. Ne? Getaggter Strahl und Benches ist schon übel. Das ist richtig crank, ey. So, da gucken wir jetzt drüben, weil da. Machen sie jetzt Stress mit den Benches beim Fortströmen oder Second Base? Falls ihr die wollt, irgendwas verhindern, wenn es geht, Canister oder die Tank-Produktion ein bisschen verhindern, ja, dass ich auf ein bisschen Masse komme. Da haben wir jetzt auch mal schöne Propheten abgewählt. Aber ich sag's euch, Leute, Alter, das Game war Stress pur. Um 6 Uhr morgens, Alter, da triffst du auf die drei Leute, ja. Wir waren alle voll am Limit, ey. Es hat eh nochmal jeder geschrien, Alter, es war, oh, das Game, ey. Aber es war geil, Alter. Kannst du nicht sagen, ey. Jo, da pushen wir mal auf die Main. Vom Forge Boy.
Da kommt auch der Prophet, aber der macht ja nichts. Was will denn ein normaler Prophet gegen 12 Gause? Gar nichts. Junge, Recall oder sonst bist du tot. Was macht er? Natürlich nicht Recall, was ist er? Tot. Ja, da seht ihr, die Second Base hält ein bisschen länger zum Glück. Und oben macht er jetzt meinen Reaktor, ja. Und das war auch unser Fehler am Anfang. Oder jetzt im Midgame, ja. Weil wenn er sich den Reaktor frei macht, ist wohl klar, dass er auf None of Bams geht. Aber wir waren so unter Stress in dem Game, Alter, dass wir das vercheckt haben, ja. Weil hätten wir ihn aus dem Reaktor jetzt rausgeschossen mit den Benches wieder. Oder verteidigt meinen Reaktor, ja. Jetzt einfach hochgeboostet, dann hätten wir das Game, glaube ich, viel früher beenden können. Da finde ich auch, hat er es ein bisschen dumm angestellt, ja. Er bleibt mit den Tanks hinter der Base, wie ihr seht, mit dem Spartan Tank, und der hat da drei Tanks hinter der Base. Macht aber nichts, weil lässt sie sich einfach reißen, die Second Base. Wollte ich ein bisschen komisch fand, ja. Sag mal so. Da haben wir ihm abgeschaltet, also ich bei der Main Base, die Bench ist bei der Second. Aber der Prophet hat jetzt oben seinen Reaktor, das heißt, er wird Vamps jetzt pumpen doppelt. Da kommen noch seine Benches. Weil jetzt, guck dann, jetzt verteidigt er erst mir die Tanks, wo die Base schon down ist. Naja. Wir hatten da auch ein bisschen Pech halt damit verhindern, weil wir haben kein Canister verhindern können und kein Highspeed, kein PT, kein Power Turret. Da will ich auf den Forge pushen, treffe ich auf den Tank. Ey, ich hatte viel Pech. Er war auch, er hat auch ein hammergutes Micro gehabt, ja, muss man auch sagen. Er hat mich viel eingekesselt auch, ja. Und da zieht gerade sein Reaktor, glaube ich, das war sein. Ne, ich glaube, da hat er schon PT geklickt. Wenn es mich nicht täuscht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Da ziehe ich ihn jetzt noch die Wolfs her, weil er die ist tödlich von unserer Banshees. So, jetzt wird mal doppelt gepumpt. Und das ED komplett Sandwich, Alter, von beiden Seiten. Da verliere ich die Gause. En masse. Deswegen gleich Fahrzeugdepot down und wieder zurückhauen, aber das. Es war übel, Alter. Sein Kennis, hat er fast immer getroffen, ja, immer gehittet. Perfekt. Und vor allem seine Spartan-Tanks haben voll abgefuckt. Ne. Ey, das Game, Alter. Unsere Nerven. Ey, die sind. Ey. Unsere Nerven waren am Ende, ey. So, ne, also das Game, ey. Jeder schreit nur mehr rum, Alter. Geil. Ja, da werden wir es gleich wieder abstressen gehen. Weil jetzt hat er nur noch die Base, ja, die eine. Der Prophet zieht sich mal schön seine Second Base in die Rolle. Aber genug Geld. Ja, oben hat jetzt noch der Forge eine Second Base gezogen. Mit einem Reaktor auch. Und die wollen wir ihm reißen, aber das ist halt zu spät, weil der hat ja schon Vamps oben, ja. Da, aber ich glaube, der reißt ihn noch. Ich glaube, er reißt ihn noch da. Ah ja, oder? Ne, er hat sie noch gehalten. Ja, das war die Kacke, Alter. Aber wegen der Vamps, ja, deswegen musste er weg, ja. Und ich bleibe wieder mit der Gauss. Ich will raufhören auf seine Second Base pushen. Wo steht da seine ganzen Tanks? Ne. Hey, Jungs, Jungs. Habe ich gesagt, die Benches sollen auch drauf gehen, weil er hat ein paar rote Tanks hat. Nicht, dass er die halt wieder seine Spartan-Tanks da. Den anderen verliert er jetzt eh. Sehr schön. Und da kommt er mit seiner Masse Vamps, Alter. Das hätte man verhindern müssen. Ihn aus dem Reaktor wieder schießen, weil er hat oben chillig den Reaktor, ja. Schießen wir nochmal das Fahrzeugdepot down. Und seine Streubombe ist auch perfekt, ja. Das war auch ein bisschen Fehl von mir, ich hätte ein bisschen rumfahren müssen. Aber scheiß drauf. So, wieder Wartox zurückziehen, ein bisschen sammeln, dass ich ein bisschen mehr habe. Alle Einheiten. Lang, glaube ich, habe ich mich entschieden, oben, oder zusammen haben wir entschieden, oben die Second Base mal vom Forge weg machen. Weil sonst wird er noch zu heftig, Alter, wenn er zwei Basen halten kann, sagen wir so. Alle Einheiten.
Ja, und unsere Banshees waren immer am Abstressen, Alter. Musste ja auch überall stressen, aber er hat jetzt recht viele Vams, ja. Da Doppelpumpe, Repetit Banshees von unseren Jungs. Von Crazy und von F. Ja, da fahre ich jetzt hoch auf die Second Base pushen, weil die muss weg, gell? F hat sich unten ein Schild gezogen, weil wir gedacht haben, dass er, wenn ich jetzt oben pushe, ne? Es bleibt eigentlich ein Forge, nichts anderes übrig als gegenpushen. Verteidigen ist eigentlich relativ risikoreich, ja. Deswegen haben wir mal unten ein Schild gezogen bei F-Space, dass er ein bisschen mehr Zeit hat, ja. Die wird jetzt wieder geheizt in einem 5-Slot oder so. Jo, sag ich ja. Gleich drauf, aber die ziehe ich ihn eigentlich, weil ich glaube nicht, dass er oben mit Tanks verteidigt hat oder einen Tank um hat. Das wäre auch kritisch geworden, ja. Tanks hätte da jetzt schon die Tanks gesplittet, ja. Einfach mit ein paar attackiert und zwei einfach oben gelassen, ja. Bei Spartan-Tanks oder so, irgendeine Kack. Dann wäre schon kritischer geworden für mich, nehme ich mal an. So, die Base reißen wir und unten pusht eh schon der Prophet jetzt auf die. Auf F-Space, auf F's Main-Base. Haben wir eh schon gedacht, weil jetzt der Forge auch kommt, deswegen hat sich F schon oben neben Crazy seiner Main-Base die Second gezogen. Seine Backup-Base. Netz haben wir nach unten gesehen, der Forge, jo. Kommt auch, deswegen haben wir gesagt, oder Crazy hat's mal besser gesagt, scheiß auf die Prophet-Base. Der Forge hat nur noch eine Base, die müssen wir reißen, aber wenn wir die haben, ja, ist er mal im Timer. Weil er hat momentan nur die Base. Der Prophet ist ja der drei Schildbasen, Alter. Da brauchst du eigentlich gar nichts machen am Anfang. Sonst verlierst du da zu viel Zeit und der Forge überrennt dich mit seinen Tanks. Da jetzt eh, aber da leckt es jetzt kurz. Aber da hat er echt schon top gespielt, ja. Er hat nachher mit Tanks gerusht, ey. Die zwei, was da gleich rauskommen, die Tanks, wenn er die findet oder noch, muss er ja eh, weil er die Base retten wollte oder halten wollte. Ziehen dann noch schnell zwei Lager, dass die Base schon da down geht und nachher direkt auf die Main. Na, da kommen Vamps wieder. Und Cryo, let's go! Yeah! Na, da kommen jetzt seine Tanks noch raus. Oder sein Tank. Da pick ich mir jetzt mal schnell eine Drittbase. Weil ich eh full pop geklickt habe schon. Ja, und die Base, die kriegen wir. Seine Main-Base kriegen wir, Jungs. Aber das Problem ist halt, er hat halt Full Pop auf dem Feld. Glaube ich, ist Full Pop oder 8 Tanks wird er Minimum haben. Und der Prophet hat aber pures Air-Lead, Alter. Der hat Luftfight-Haus hoch gewonnen. Ne? Jetzt am Ende des Games, ja. Nicht am Anfang, aber jetzt halt. Mit den Kack-Vams, ja. Weil wir haben einfach die Repetit-Benches gebraucht für die Tanks, weil sonst wäre es so heftig für mich geworden, ja. Und da verliere ich wieder Gauss, wie ich sie verliere, Alter. Too much. Ja, was macht er wieder? Er findet wieder meine Triebes, Alter. Das war so lame. Die Band ist an mich abgefuckt, Alter, von ihm. Ah, die Base werde ich natürlich wieder verlieren, ja. Und er ist mit zwei Tanks ist jetzt bei meiner Second Base, die werde ich, ja. Mit zwei Spartan-Tanks auch noch, die verliere ich auch, ja. Seid schon top gespielt, ja, das Micro war schon top von ihm. Ja, und jetzt haben wir, jetzt wissen wir, da Forge ist im Timer, ja, mit seiner Base. Deswegen, seht ihr eh schon drüben, Crazy stresst voll ab mit den Benches, ja, dass er immer wieder einreißen muss und neu aufbauen. Und wir haben gesagt, Alter, ey, da war es nur noch Geschrei, ja. Wir haben gesagt, wir müssen die Base reißen, er hat keine mehr, er ist im Timer, Alter. Alle haben geschrien, Timer, Timer, ist im Timer, ist im fucking Timer, Alter. Und alles war von ihm da, ja. Ich pick inzwischen noch die Base weg. F picken die Base weg. Joe, Crazy picken die Base weg, ey. Und er pickt sich aber wieder. Er kann sich wieder die picken, Alter, weil er einen Host hat, Alter, den übelsten. Ey, ne. Wieder drauf auf die Base mit die Gauss, ja. Nur die Base, nur auf die Base. Scheiß auf die Armee, ja. Und wieder, eigentlich wieder wegpicken, da hatte ich noch zu wenig Cash, ja. Alter. Kurz mit die Gauss wegfahren, ey. Kurz wegfahren, nachher wieder hinfahren, Alter. Ey Leute, das war Kopfgeficke pur. Das war. Ey, ne. Da verfolgt er mich, Alter. Ich bin eher am Gauss-Limit. Wir haben keine Benches offen, weil wir haben gar nichts eigentlich. Gar nichts. F pickt sich mal überall chillig basen, ja.
Von oben die Base, zwei Base und seine dritte. Ja, und da Crazy erste wieder, Alter. Und wir alle schreien wieder rüber. Jo, der hat die Base wieder, Alter. Guckt euch an, ich habe nur zwei Gauss, ja. Mit zwei Gauss auf die Base drauf. Ey, Alter, das war ein Abgefacke, Alter. Alle schreien sie, er ist noch im Timer, hat noch die Base, er hat sie nur. Und wieder wegpicken, Alter, die Base. Deathmatch-Style. Und wegpicken. Und da guckt euch, wie er sie wegpickt. Er pickt sie mir weg, Alter. Seht ihr, ey, das war unglaublich. Host pur, Junge. Und da guckt euch bitte Crazies. Ne, mit drei Banshees. Ey, guckt euch da die Szene, Alter. Er boostet, er schießt einmal drauf, boostet weg. Fährt mit zwei Banshees rein. Wer macht denn sowas in eine Vamp bei mir, Alter? Ey, bitte. Wie geil war das von Crazy, Alter? Ey, kommt. Und F picken weg, Alter, und. Ey, jawoll, Alter. Ey, was für ein Abgefucke, ey, das war. Ey, ich sag's euch, ey. Ne. Alle schreien sie, er ist im fucking Timer. Haltet ihm ja einen Timer, Alter, wenn wir den haben, weil. Hätte er die Best gezogen, hätte er noch eine Minute gehabt, ja. Der hätte nur durchpushen müssen nachher mit den Tanks. Wir hätten haushoch verloren. Wir hätten nichts mehr. Ich hatte keine Gauss, wir hatten keine Banshees. Da mal tief durchatmen, ja. Tief durchatmen um 6 in der Früh. Na. Aber da haben wir gesagt, jetzt baut Crazy einen Reaktor. Jetzt baut Crazy Vamps, ja. Und dann machen wir dasselbe Spiel mit ihm, ja. Jetzt einfach Units sammeln, ja. Alter. Ich war fast das ganze Game auf einer Base, Alter. Nur kurzzeitig, ich hatte eine 2 Base, vielleicht 8 Minuten, ja. Aber ich sag mal, hätte am Anfang Mexican Tech und ich gequittet, ja, und sie noch gepumpt. Ich glaube, er hat sie eh schon gepumpt, aber noch halt, noch ein bisschen, es war noch ein bisschen gegangen, ja. Dann hätten wir es um einige schwerer gehabt. Wir hätten es auch leichter gehabt, wenn wir ihn aus dem Reaktor raus gehabt hätten, ja. Er hätte keine Vamps bauen können, weil Tech 2 war ihm, glaube ich, zu teuer, weil er pumpen hat müssen, ja. Da hätte ich mal noch über die Base drüber, weil es eh fast nichts an Schaden hat, aber sicher, ja. Ja, und da seht ihr, Crazy pumpt die Vamps raus, doppelt. Ich habe noch eine Cryo rauf. Das Game ist da eh schon gelaufen, aber das war, Alter. Also, das Game war echt ein Top-Game. Solche geilen Games findest du auch nur um 5 oder früher, wenn die kranken Leute anlassen in den Hello Wasser. 4, 5 in der Früh, ja. Alle Einheiten. Aber dafür fixt ihr doppelt den Schädel, Alter. Ne. So. Alle Einheiten sind unterwegs. Da holen wir jetzt mal seine Wärme, soll er nochmal eh gewonnen. Ja, Jungs, das Game, das war's eigentlich mit der, Alter, das war's von dem Highlight-Game mal wieder, ja. Ich sag mal, Rate kommentiert, ja, wie es euch gefällt. Alter, das Game. Zieh durch, halt meine. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video, ja. Haut rein, Jungs, ciao, ciao. Alle Einheiten. Rücken aus. Ziehen los. Ihr Team hat gewonnen.
Thank you.